willkommen zu unseren Patientengeschichten mit Herz aus der Asklepios Klinik Nord in Hamburg. Das Bild sagt mehr als 1000 Worte und doch liegt es uns am Herzen, Ihnen die beeindruckende Patientengeschichte hinter diesem Bild zu erzählen. An meiner Seite begrüße ich hiermit recht herzlich unsere Patientin Frau Hoffschild und den behandelnden Oberarzt Herrn Dr. Wilde. Guten Tag zusammen. Guten Tag, Herr Doktor. Guten Tag, hallo. Frau Hoffschild, Sie haben ja vor ungefähr einem halben Jahr einen Herzklappenfehler an sich bemerken lassen. Das ist ja sozusagen die Diagnose eines Arztes. Was merkt denn ein Patient bei so einem Herzklappenfehler? Also es ging ziemlich rapide los, dass man ziemlich schnell keine Luft bekam. Ein etwas längerer Fußweg mit meiner Tochter, die einen schnellen Schritt am Leib hatte. Ich konnte immer noch gut mithalten, aber da musste ich dann schon ab und zu sagen, oh, warte mal ein bisschen, Augenblick stehen bleiben. Und sie guckte mich schon ganz verdattert an, wieso kriegst du keine Luft mehr? Irgendwann denkt man dann auch, das ist nicht mehr normal. Ja, viele Menschen schieben das ja auch aufs Alter. Ne? Sie sind, ich darf es hoffentlich sagen, 79 Jahre alt. Ja, natürlich. Und die Frage ist natürlich immer, ist sozusagen das Alter allein oder gibt es noch Diagnosen? Wie lange haben Sie das erstmal so aufs Alter geschoben, bis Sie dann zum Arzt gegangen sind? Oh, das war gar nicht so lange, weil es ziemlich abrupt ging. Und da bin ich vielleicht, also höchstens ein Vierteljahr vor der OP, bin ich zum Hausarzt gegangen, der mich dann gleich weitergeschickt hat zum Kardiologen. Und hatten Sie, das ist ja zu einer Zeit gewesen, wo auch Corona noch, sagen wir mal, im aktuellen Alltag auch vorhanden war, hatten Sie da Zurückhaltung und wollten nicht zum Arzt oder haben Sie gedacht, nee, das ist kein Problem, ich gehe jetzt mal zum Arzt? Also das war für mich gar kein Thema. Ich bin also wirklich zum Arzt und das ging dann ja auch alles ziemlich schnell. Wie Sie ja auch festgestellt haben, dass das nicht nur die eine Klappe war, sondern zwei nicht gearbeitet haben. Und das hat vielleicht das Tempo. Wir haben ja vier Herzklappen und dann hatten tatsächlich zwei Herzklappen ein Problem. Ja, jetzt geben wir dem Kind mal einen Namen, Herr Dr. Wilde, Sie sind ja der Experte für die Klappentherapie in Heidberg. Was waren denn das denn für Klappenfehler und sind das häufige oder seltene Sachen, die Frau Hoffschild hatte? Tatsächlich war es so bei Frau Hoffschild, dass sie die beiden häufigsten Herzklappenfehler hatte. Der häufigste ist die eine Engstelle der Aortenklappe, die sogenannte Aortenklappenstenose. Und der zweithäufigste Herzklappenfehler ist die Mitralklappeninsuffizienz. Und wenn man die Kombination aus mehreren Herzklappenfehlern hat, muss man natürlich ganz genau schauen, wie man therapiert und was man therapiert und wie sich der Verlauf dann darstellen wird. Und ist es so, dass man da auch mit Tabletten erstmal helfen kann oder gibt es dann, wann ist der Punkt gekommen, wo Tabletten nicht mehr helfen? Wie entscheiden Sie sowas? Tatsächlich ist es so, dass man weiß, sobald Herzklappenfehler symptomatisch werden, also die typischen Symptome sind genauso wie Frau Hoffschild geäußert hat, die zunehmende Luftnot, dass man dann dieses mechanische Problem einer zu engen Herzklappe oder einer undichten Herzklappe nicht mehr ausreichend gut mit Tabletten behandeln kann und dass dann auch die klare Übersterblichkeit ansetzt. Und das ist dann spätestens der Zeitpunkt dann gekommen, die Herzklappen zu therapieren, zu ersetzen oder zu rekonstruieren. Jetzt haben wir das in Heidberg ja mit einem sehr modernen Verfahren gemacht, über eine sogenannte Katheterklappe. Was ist denn die Alternative und wie entscheiden wir im Alltag, ob jemand operiert wird oder eine Katheterklappe bekommt? Man muss sich den Patienten immer genau anschauen, mit allen seinen Vorerkrankungen, sein Lebensalter und seiner Mobilität und überlegen, ob eher kathetergesteuerte Verfahren in Frage kommen, die weniger invasiv sind, wo man schneller auf die Beine kommt, oder ob ein chirurgisches Verfahren, also eine große Herzchirurgie mit offener Operation, das sinnvolle Vorgehen ist. Und das wird gemeinsam in einer Herzkonferenz entschieden, wo Kardiologen und Herzchirurgen zusammensitzen, sich den Patienten anschauen und dann gemeinsam eine Therapie vorgeben.
Jetzt ist es ja so, wenn Sie ein Herzchirurg sind, dann sind Sie am offenen Herzen, arbeiten Sie mit Herz-Lungen-Maschine in Narkose und Sie sehen zwei Herzklappenfehler vor sich. Häufig traut man sich dann nicht, nur eine Herzklappe zu behandeln, sondern macht die andere Klappe mit. Das bedeutet natürlich, dass auch die OP-Dauer und auch die OP-Sterblichkeit erhöht sind, wenn man zwei anstatt nur einer Klappe behandelt. Wie ist es jetzt im Fall von Frau Hopfschild? Soweit ich mich jetzt erinnere, hat sie nur eine Klappe bekommen. Können Sie einmal den Zuhörern erklären, wie sich das ergeben hat, dass man nur eine Klappe behandelt hat? Genau, bei Frau Hopfschild war die Besonderheit, dass die Aortenklappe so eng war, dass es dazu geführt hat, dass auch die Herzleistung in der Funktion abgenommen hat und dass die Mitralklappe nicht mehr richtig schließen konnte. Es war also eine sogenannte funktionelle Mitralklappeninsuffizienz auf dem Boden dieser hochgradigen Aortenklappenstenose. Und unsere Hoffnung war, die sich ja zum Glück dann auch im Verlauf bestätigt hat, dass wenn man die Aortenklappe behandelt, dass sich über die Zeit das Herz erholt und damit auch die Mitralklappe sich verbessert. Und das konnte man ganz wunderbar bei Frau Hopfschild sehen, dass sie keinen Eingriff an der Mitralklappe benötigt hat, dass nach 6 Monaten die vormals hochgradige Mitralklappeninsuffizienz nach erfolgreichem Klappenersatz an der Aortenklappe jetzt dann nur noch leichtgradig war. Also das Erfreuliche ist dann tatsächlich, dass es nicht nur minimalinvasiv war, also wach und am schlagenden Herzen und ohne Herz-Lungen-Maschine mithilfe einer Katheterklappe, sondern auch minimalinvasiv, weil wir eine anstatt beide Klappen behandeln konnten. Das ist, glaube ich, eine sehr schöne Nachricht an Frau Hopfschild gewesen. Frau Hopfschild, wie muss man sich das vorstellen? Wir waren ja bislang immer nur als Behandler beteiligt und haben die Klappen implantiert, aber wie ist es für einen Patienten, wenn Sie dann da aus dem OP gefahren werden? Können Sie sich da noch dran erinnern? Ja, ich hatte natürlich ganz große Bedenken, aber ich vertraue ja Ärzten und habe gesagt, na gut, die haben beschlossen, es muss sein. Ich weiß, dass das nicht in Ordnung war, also Augen zu und durch. Ja, dann sind Sie gut gefahren. Und können Sie sich an irgendwas erinnern von diesem Narkosetag oder von dem Klappenimplantationstag? Naja, ich weiß schon, dass ich runtergefahren wurde. Das war ja dann im St. Georg, ne? Dass ich da auch runtergefahren bin. In Heidberg waren ja die Untersuchungen alle, ne? Und ich weiß dann bloß noch, dass ein Arzt wahrscheinlich nach dieser Konferenz was gemacht werden soll, dass die bei mir am Bett standen, zwei. Und der eine Arzt eben aus St. Georg war und dann ging das auch alles ratzfatz, dass ich dann nach St. Georg kam und die OP ging los, ne? Ja, ist richtig. Also wir haben das so gemacht, dass wir in Heidberg die Kardiologen implantieren, die Klappen in St. Georg. Mhm. Und der Mensch, der sie am Bett besucht hat, das war unser Herzchirurg, der Privatdozent Dr. Geidel, der mit uns gemeinsam hier das Herzteam bildet. Ja. Und wir haben dann sozusagen in St. Georg gemeinsam Ihre Klappe und Sie behandelt. Ich wollte nur den Zuhörern einmal vermitteln, wie schnell man sozusagen dann wieder auf den Beinen steht. Können Sie sich zumindest daran erinnern, wenn Sie auf der Station lagen, wie lange es gebraucht hat, bis Sie von diesen Monitoren abkommen und wann Sie aufstehen durften? Also das ging relativ schnell. Da war ich selber überrascht. Ich war auch überrascht, wie das denn ja so vorgeht, dass man da also mehr oder weniger kaum eine Narbe hat, dass da gerade ein Pflaster ist in der Leiste und dass man eigentlich hätte aufstehen können. So fühlte man sich jedenfalls. Ne? Und natürlich nicht gleich, aber es war alles im ganz normalen Rahmen. Und ich war also fröhlich, dass ich wieder aufstehen konnte, laufen konnte. Man hat keine Narbenbeschwerden. Und kreislaufmäßig war es auch okay. Und insofern war ich mehr oder weniger happy, dass das so schnell und so gut über die Bühne gegangen ist. Ne? Ja, Mensch, das freut mich sehr. Wir haben ja jetzt 6 Monate hinter uns und haben uns das Herz nochmal angesehen. Und die Mitralklappe ist tatsächlich abgedichtet. Dadurch, dass der Ausgang des Herzens jetzt nicht mehr eng ist, ist auch der Eingang des Herzens nicht mehr undicht. Das heißt, wir konnten dann 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ja, wunderbar. Und merken Sie denn von sich aus auch im Alltag, dass die Luftnot besser geworden ist? Aber auf jeden Fall.
Ich meine, ich merke schon, und ich weiß jetzt nicht, welcher Arzt mir das mal gesagt hat, dass ich schließlich auch mal nicht mehr hinter Bus und Bahn hinterherlaufen soll. Die Zeit wäre jetzt damit aufzuhören. Auch im normalen Alter mit 79 sollte man das bleiben lassen, weil ich habe das immer noch nicht so eng gesehen. Oh Gott, dort läuft die Bahn ein, wenn ich zu meiner Tochter will, mal schnell die letzten Stufen hoch und rein, ne? Und dann stand ich da und hatte natürlich dann Atembeschwerden. Aber es hält sich alles in Grenzen. Und das, muss ich sagen, mache ich auch wirklich nicht mehr. Das habe ich mir zu Herzen genommen. Ja, dafür also, gibt es ja jetzt diese Elektroroller. Also Sie brauchen ja jetzt gar keine Bahn mehr finden, sondern Sie können jetzt mit dem Elektroroller überall so rollern. Nee, wissen Sie, ich habe sogar schon nach meinen, ich habe beide Hüften neu. Und nachdem habe ich sogar mein Fahrrad weggegeben, weil mir die Radfahrer und es ist mir alles zu hektisch, zu rücksichtslos und habe ich gedacht, das ist mein Körper, der leidet, wenn ich fliege. Das habe ich aufgegeben. Also ich bin da ein bisschen vorsichtiger geworden. Ne? Aber ich wohne ja hier draußen im Poppenbüttel, ich kann gut spazieren gehen und das läuft alles wunderbar. Das kann ich verstehen. Das klingt nach einer schönen Geschichte, die wir unseren Mitarbeitenden hier auch mitgeben können. Für Ihre Bereitschaft möchte ich Ihnen ganz herzlich danken, dieses Interview zu führen. Auch gerne. Und, also auch Herr Dr. Wilde und ich, wir wünschen Ihnen im Namen des gesamten Herzteams Heidberg alles, alles Gute und ja, vor allem Gesundheit und bleiben Sie so munter, wie Sie es vorher waren. Ja, ich danke Ihnen dafür und auch liebe Grüße an das ganze Personal. Das machen wir. Vielen Dank und danke alles, Ihnen. Alles, alles Gute. Ja, danke schön.